Und dann würde hier noch quasi dieses Häuschen hinpassen. Na komm. Das könnte sogar weiter nach vorne. Ist das nicht ganz so hoch? Diesen Punkt hier als Anfang nehmen. Dann könnte das eventuellerweise passen. Damit. Ich glaube, wir haben noch welche. Ich glaube, wir haben noch Fundamente. Ja. Wir haben noch. Wunderbar. Wunderbar. So, dann mache ich da die Tür hin. Die habe ich hier. So. Hab ich noch? Ja, zwei. Ich will nur eines bauen. Das ist gut. Das ist gut. So. Wir haben auch noch Fenster in der Base. Wir haben noch Fenster in der Base. Hört sich lustig an. Treppe. 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 Die hole ich gerade mal. Wenn ich gerade hier bin, kann ich auch gerade noch etwas Harz einsammeln und hoffen, dass zumindest ein paar Eisenverstärkungen, ey, dahin gehörst du, fertig geworden sind. Naja, 14.
Besser als nichts, würde ich mal sagen. Treppe, zumindest eine. Zumindest die eine. So. Fenster. Fenster sind das Beste. Ja. Nein. Da möchte ich bauen, danke. Was will ich denn auf den anderen Häusern bauen? Die sind fertig. So. So. Die brauche ich jetzt. Dächer. Zwei Treppen. So. Gut. Die hier. Damit, das reicht nur für einen. Es liegt natürlich an den Eisenverstärkungen. Düdüm. Naja. Naja, muss ich gleich noch mal die Suche gehen, ob sich noch irgendwo welche auftreiben lassen. Kann dir welche borgen, wenn du brauchst. Sind zwar nur knapp 100, aber ist besser als nichts. Ja, ich meine, es sind ja welche in der Mache. Und vielleicht haben wir im Süden auch noch welche. Da bin ich jetzt noch nicht durch alle Kisten durchgegangen. So, wie viele haben wir denn hier? 7. Naja, immerhin. Immerhin gehen wir in den Süden und gucken. Vielleicht hat Bombi auch noch welche im Inventar, die ich klauen kann. Und dann bin ich natürlich so frech und tue das. Ne? Es sind nur ein paar Sklaven, die wir hier haben. Nur ein paar wenige. Flying throws in the air. Yep. Genau. So, hi, ich bin hier. Auf der Suche nach... Eisenverstärkungen. Habe ich hier noch welche gebunkert? Das kann auch sein.
habe Stahlverstärkung gebunkert. Hast du noch? Nee. Hast du noch? Nee. Aber dir könnte ich welche in Auftrag geben. Da, mach mal. Sind hier welche zwischengerutscht? Nö. Hier welche zwischengerutscht? Nö. Nö. Mach mal. Hast du was zum Ausräumen? Nö. Die wandelnde Kiste hat mal nicht das, was man gebrauchen könnte. Dumm. Dumm. Was kannst du eigentlich? Brot kann schimmeln. Was kannst du? Tot rumliegen. Okay, das ist auch eine Kunst. Aber... Hier welche zwischengerutscht? Nö. Auch nicht. Nö. Oh hey, Geschirr. Nö. Tüdüm. Rumliegen und in die Luft starren, ohne zu atmen. Ja, das ist eine Kunst. Besonders das Nicht-Atmen. Besonders das Nicht-Atmen ist eine Kunst. So. Man munkelt, dass schon so manche daran gescheitert ist oder zu erfolgreich war, denn danach brauchten die nie wieder atmen. Ja, von diesen Gerüchten habe ich durchaus auch schon mal gehört. Unsere Base hat keinen doppelten Boden, falls jemand fragt. Schnauft ein. Oh Mann. So. Diese Genossen sind aber unfreundlich. Sie grüßen nie, wenn man vorbeiläuft und Hallo sagt. Ich lasse sie mittlerweile links liegen. Ist eine sehr gute Einstellung. Eine sehr, sehr gute Einstellung. Nein, ich brauche die 4. So. So, es ist zumindest dieses kleine Dächlein schon mal fertig. Eines kriege ich noch hin. Sehr cool. Eines.
Und das setze ich jetzt garantiert falsch. So wie ich mich kenne. Ha! Haha! Doch nicht! Ich habe meine Momente. Hat die nicht jeder irgendwo? Ey, Bombi, was hältst du von unserem kleinen Dorf? Ich finde das ziemlich knuffig. Es hat sogar eine Straße. Also mehr oder weniger eine Straße, aber... Und dann kommt dann dahin noch ein Stall. Und wer wohnt da? Keine Ahnung. Ich nicht, wurde verjagt. Ja, wer so creepy ist, braucht sich nicht wundern, wenn die Leute Angst vor ihm haben. Düdüm. Spooky. Ja, sehr, sehr spooky. Three spooky, five me. Oder so. Dreh dich, Maus. Komm schon, sei brav und danke. Es ist ein süßes kleines Dorf. Denn wir müssen ja auch ein Dorf neben unserer Burg haben, damit die Burg auch gescheit aussieht und man uns als die wahren Herrscher dieses Servers erkennt.